Hey, 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 willkommen zurück auf YouTube, liebe Freunde, Landsleute, Vagabunden da draußen. Ja, Part 4 steht an. Wir legen sofort los, natürlich. Ich lege sofort los. Bin hier wieder am Stissel. Zock hier natürlich die Session komplett von vorn bis hinten durch. Hab eben nur noch mal ein paar Hiebe, ein paar Schlücke, sagt man dazu, ich weiß es gar nicht. Zu mir genommen, getrunken halt. Meine Stimme wieder ein bisschen oder meine Kehle wieder ein bisschen zu befeuchten. Und welchen Wagen nehmen wir uns denn mal zur Brust? Ja, so ein Hopper 5 wäre natürlich geil. Gibt auf jeden Fall was auf die Ohren. Aber vielleicht eine andere Lackierung wählen wir noch. Kleinen Moment mal eben. Ich suche mir den. Ich suche mir den 320. Und da ist er auch schon. Und dann nehmen wir uns mal hier eine andere Lackierung, aber irgendwie eine eintönige Lackierung, keine Rennlackierung. Hier haben wir quasi das Wireframe-Modell oder eine Lackierung, die quasi das Wireframe-Modell vom Fahrzeug selbst widerspiegeln soll, nehme ich mal an. Aber gibt's nicht. Mit nur einer Farbe und ohne Aufkleber. Dann nehmen wir das Schwarz-Gold von Bastier, der Nummer 31. Hat auf jeden Fall sehr, sehr hübschen Sound, der Wagen. Und ist schwer anzufahren. Aber wir hauen so oder legen sowieso einen fliegenden Start hin, möchte meinen. So, Regen wollten wir ausstellen, genau. Gut, dass ich hier nochmal hergucke. Und ja, warum nicht nochmal ein bisschen runterstellen, so dass ich quasi aus der Nacht in den Tag hinein starte. Aus der Nacht heraus komme und in den Tag starte. Und Strecke, was für ein Rennort wählen wir uns denn mal sparen? Dominion waren wir. Katalonien ist auch nicht schlecht. Aber besser wäre noch die Le Mans-Strecke, ne? Würde sagen. Wäre jetzt mein Vorschlag, um mal richtig Putz zu geben. Ja, machen wir so. Machen wir so. Okay, zurück. Und dann können wir starten. Und dann sehen wir uns gleich wieder auf der Rennstrecke. So hübsche, so ein hübscher Mann. Und ist doch nicht so finster, wie ich gedacht habe. Oder hatte, besser gesagt. Wir gerade ein bisschen grisseln im Schlunk. Und wenn ich überhaupt, ach, ich war am ersten. Gut. Musste ein bisschen aufstoßen. wenn der Turbo eintritt, das ist immer wieder, so wie Jean-Pierre schon mal gesagt hat, immer wieder erneut ein Erlebnis. Ja,
Ach Quatsch. Bleiben wir hier mal im dritten. So, jetzt werde ich den mal gleich richtig weit hochziehen. Mal gucken, wie hoch wir kommen können mit der Drehzahl. Ich glaube, er hat bloß 5 Gänge. Warte mal, den 6. probieren. Nee, da ist nichts. Ja, vielleicht komme ich doch mal hier in diesem Part jetzt, wo der Part noch frisch ist, auf meine ja, Rennhistorie zu sprechen. Bin auf jeden Fall ein Riesenfan von solch Simulationsspielen, damals zu Beginn. Und hat angefangen damals, wie bei vielen, glaube, die solch Simulationsspiele zocken, mit, ja, bei mir mit Gran Turismo 1 für die PlayStation 1. Und dann natürlich 2, 3 dann auf der PlayStation 2 natürlich. Und ich glaube 3 sogar schon mit Lenkrad. Da gab es damals schon ein Lenkrad für die PlayStation 2, für die PS2. War so ein, ja, bei mir war es auf jeden Fall. So ein blaues gehörte nicht mir selbst, sondern hat mein Bruder da sich dann zugelegt, gekauft. Also so mit so einem, blauen Rubber. Teile dran, damit man mehr Griff hat, damit das Lenkrad irgendwie besser in der Hand liegt. Irgendwie griffiger wird. Ich glaube, das waren Driving Force, möchte meinen. Wenn ich mich jetzt so zurück entsinne. Ja, und damit fing es bei mir an. Hab natürlich auch diverse PC-Erfahrungen zuvor schon gehabt. Ich glaube, das gab mein Spiel. Das nannte sich damals Indy 500. Kann das sein? Wenn man es zu Simulationsspielen hinzuzählen kann, natürlich. Aber das dann auch eher auf Tastatur gezockt, anstatt mit, ja, was weiß ich, mit einem Joystick oder einem Gamepad oder sowas. Was damals halt modern war. Ich glaube, damals, da kam es noch nicht so auf mit Gamepads am PC, oder? Das war eher so ein Konsolending dann. Das war ja damals zu Master System Mega Drive Zeiten oder so. Wo das Spiel aktuell war, das Indy 500 für den PC. Falls es denn so hieß, so habe ich es jedenfalls noch in Erinnerung mit diesem Titel. War halt so ein Indycar-Spiel. Indycars sind, ja, möchte jetzt nicht Verkehrtes erzählen, aber sind quasi so eine Art Formel 1 Wagen. Bloß ist halt eine amerikanische Rennserie. Möchte meinen. Ja, das auch damals gezockt gehabt. Und natürlich von jeher schon ein Rennsport-Fan gewesen oder Rennspiel-Fan gewesen. Rennsport gucke ich eigentlich eher weniger im Fernsehen, verfolge ich eher weniger im Fernsehen. Gerade die Formel 1, weiß nicht, wurde mir dann in der Zwischenzeit bis hierhin zu langweilig. Auch mit dem ganzen Rotz da drinnen, dem Curse und dem DRS oder wie das Zeugs heißt, das wurde dann zunehmend uninteressanter für mich. Dann gab es spezielle, oder da gibt es wohl spezielle Zonen, in dem man dann das ganze, ja, zusätzliche Zeug aktivieren kann. Und irgendwelche Regeln, dass man da irgendwie 3 Sekunden hinter dem Vordermann oder nur 1 Sekunde, ich weiß das gar nicht so genau, kann ich gar nicht so genau sagen, hinterm Vordermann den Flügel hochstellen darf oder so zum Überholen dann auf einer Geraden. Und da, nee, das war mir dann zu viel. Die gute alte Formel 1 aus den 90ern, die
Ja, war beste Zeit. Oder aus den 80ern gar. Mit dem Ayrton Senna. Von dem bin ich, oder von dem ich Riesenfan nach wie vor bin. Das war so eher die Blütezeit der Formel 1 für mich dann quasi. So, hier mal ein bisschen mehr Putz geben gerade. Gucken, was wir rauskitzeln können aus dem Gruppe 5 BMW. Ein bisschen mehr aufs Fahren konzentrieren. Ja, wie ging es dann weiter? Natürlich mit dem Sega Mega Drive. Das war ja noch vor der Plesi. Dann natürlich vor Gran Turismo. Und dort dann gezockt gehabt. Super Monaco Grand Prix. Ich muss mir mal eben kratzen hier am Fuß. Kratz mir am Fuß, während ich hier voll Stoff lahmkafe. Oder am Fußgelenk war das. Kupplung brauchte ich ja da nicht. Gerade. Super Monaco Grand Prix, oh ja, das war auch so ein Game. Damals gesuchtet, auch von meinem älteren Bruder dann. Der hatte sich damals dann das Sega Mega Drive gekauft. Ich glaube, hat schon mal erzählt gehabt. Und erstes Game, was halt dazu, oder was er sich dazu gekauft hatte, oder war es ein Bundle? Ich glaube, das war sogar ein Bundle. Damals, Sega Mega Drive zusammen mit Super Monaco Grand Prix, ne? Ich glaube, er hatte da Sonic Bundle. Sonic the Hedgehog, den ersten Teil von Sonic the Hedgehog. Und dazu hat er sich dann halt Super Monaco Grand Prix gekauft gehabt. Was ich heute immer noch gerne zocke, das Game. Und denke mal, ja, kann gut möglich sein, dass ich das auch mal auf YouTube hochstelle. Weil hängen auch viele, viele gute Erinnerungen an dem Game noch, an der damaligen Zeit. Ja, nach der Plesi dann natürlich Gran Turismo 5 auch noch gezockt auf der PS3 und dort sogar was abgeräumt. Das war das erste und einzige Mal, dass ich da irgendwie was abgeräumt hatte. Außer jetzt vom Rang her natürlich. Bei Forza dann gab es ja diese Ränge, glaube von Amateur oder von Anfänger gar. Ich weiß gar nicht, was der niedrigste Rang dort war, bis hin zum Meister, möchte meinen. Und bei Gran Turismo 5 aber, um dort mal zu bleiben, kurz, da hatte ich sogar online was abgeräumt gehabt. Und zwar in der Form, ich bin in einer damaligen Liga gefahren. Und war dort, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war. Ist aber auch noch nicht so lange her. Vielleicht, 2010 oder so. Na gut, 5 Jahre sind schon eine lange Zeit. Falls es da, ich weiß das gar nicht. Muss ich lügen, das war, also da war auf jeden Fall Gran Turismo 5 noch aktuell. Aber ich weiß jetzt, also für mich wäre es 2010 gewesen, weiß aber nicht, wenn ich daran denke, gerade ob es Gran Turismo 5 im Jahre 2010 schon gab, wenn jetzt Gran Turismo 6 immer noch aktuell ist im Jahre 2015, ob es Gran Turismo 5 2010 gab, dann wüsste ich das eher nicht mehr so genau. Auf jeden Fall nahm ich da an einer Liga teil und die Liga war begrenzt, sage ich mal, auf ja nur innerhalb Deutschlands, aus Fahrer aus innerhalb Deutschlands halt, der Region Deutschland. Und dort wurde ich 24. Bester und habe sogar was gewonnen noch gehabt. Und zwar gab es dort für mich ein, ja, so ein PlayStation Move Kit mit so einem Knüppel, mit so einem leuchtenden Gummiball oben dran und der Move Kamera dazu. Und irgendwie so eine Disc mit irgendwelchen Demo-Versionen war auch noch dazu gewesen. Ja, das war das einzigste Mal, dass ich irgendwo
online dran, obwohl ich habe damals auch viel Karom 3D gezockt. Das wurde jetzt auch wieder ausufern, dazu erzählen. Karom 3D ist so eine Billard-Simulation, ja, kann man schon sagen. Eine Billard-Simulation. Da habe ich damals in einer Giga-Liga gezockt gehabt. Und nicht unerfolgreich, aber sonst habe ich nirgendwo daran teilgenommen. Außer hin und wieder mal Poker gezockt über der Xbox dann und Forza viel über Internet, aber an irgendwelche Ligen zu irgendwelchen Grand Prix habe ich nie dann weiter teilgenommen gehabt, online. Bin halt immer eher besser der Einzelspieler, sag ich mal. Möchte mich da nicht mit irgendwelchen Leuten aus dem Internet messen in solch Rennspielen, sondern lieber allein irgendwie rumwirken. Karrieremäßig dann halt. Macht mir am meisten Fun in solch Simulationen. Ja, Gran Turismo 5, dann natürlich Gran Turismo 6. Zocke ich immer noch sehr gerne, gerade weil das G27 zusammen mit der PlayStation 3 noch funktioniert. Geht ja dann nicht mehr an der PlayStation 4, obwohl ich habe neulich gesehen, es gibt so einen Adapter und den klemmt man quasi zwischen Lenkrad und PlayStation 4 oder wahlweise auch Xbox One. Und dann sollte das funktionieren, das Lenkrad zu benutzen. Obwohl, so ganz sicher bin ich mir da auch nicht, ob das wirklich so hinhaut. Weil haben ja irgendwie mal geschrieben, habe irgendwie so einen Bericht im Internet mal gesehen gehabt, dass dass da quasi ein Chip fehlt im Lenkrad selbst. Und dieser Chip enthält irgendwie Informationen. Und die werden dann halt quasi benötigt für was weiß ich, Peripherie, für Zubehör, für Next-Gen-Konsolen. Hauptsächlich dann natürlich quasi beschränkt auf PS4 und Xbox One. Der fehlt halt in diesem Lenkrad. Deswegen werden sie es nicht unterstützen können. Obwohl es eigentlich auch kein Ding sein sollte, da irgendwie einen Treiber auf die Konsolen aufzuspielen, damit man da G27 daran nutzen kann. Das ist doch das Mindeste. Meiner Meinung nach. Ja, das war's für die PS3. Next-Gen-Konsolen habe ich momentan noch keine. Wenn man Wii U dazu zählt zur Next-Gen, dann habe ich die Wii U, aber ich zähle sie mal nicht mit dazu. Sie läuft halt außer Konkurrenz. Um das mal so zu sagen. Oh, sollte mal schalten. Und ja, auf der Xbox 360. Die erste Xbox hatte ich leider nicht. Hab dann quasi auf der 360 angefangen, Forza 2 zu zocken. Das viel über Internet. Hab zwar dort, doch ich glaube, dort war ich sogar Meister. Zuletzt dann. Kurz bevor Forza 3 dann kam. Mit dem Audi A8 aufs Cover vorne drauf. Da hab ich's geschafft, Meister zu werden. Kurz vor Schluss. Möchte meinen. So ganz sicher bin ich mir da aber auch nicht mehr. Aber in den weiteren Teilen habe ich es dann nicht mehr geschafft. Die habe ich auch nicht mehr so doll gezockt wie bei Internet, muss ich sagen. Obwohl man in Forza 3 oder war es Forza 4, dort konnte man noch so ein Autofußball übers Internet zocken. Möchte meinen. Also ähnlich wie bei Raab dann halt. Ein Riesenball in so einem Spielfeld, in so einem abgegrenzten Spielfeld wurde dort ein Riesenball eingeworfen. Ne, der war quasi einfach nur, hat in der Mitte rumgelegen. Ich möchte mal in der Mitte. Und da habe ich öfter mal mitgezockt. Auch Project Gotham Racing. Aber Project Gotham Racing ist ja nun keine Simulation. Habe ich viel online gezockt. Katz und Maus hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht im PGR, im vierten Projekt Gotham Racing. Ja, das war's eigentlich. Also in Forza 2 war ich sehr oft online unterwegs.
habe mir dort auch sehr viel Mühe mit Lackierung und allem Pipapo gegeben und die dann online halt angeboten. Und ja, 3 auch noch online, aber 4 eher weniger. Muss ich sagen. Hat man hin und wieder mal reingeguckt, aber nicht mehr so ausgiebig wie noch zu VZ2-Zeiten bei mir. Ja, das war's eigentlich. Wo war ich denn auf dem PC noch unterwegs? Glaube GT Legends. Dort war ich unterwegs gewesen online. Nicht oft, eher selten, aber war online unterwegs. Hatte auch schon sehr, sehr viel Spaß mit diesem Game gehabt. Glaube der Thomas, der weiß das auch. So, ich weiß ja nicht, wie viele Runden ich hier schon runtergerissen habe. Das war ja gerade Labern am laufenden Bande. Mal gucken hier eben auf Handy. Hab da 17 Minuten auf der Uhr. Hab's aber, glaube ich, wieder verkackt gehabt mit dem Start drücken. Also wird jetzt zwar vermutlich schon nahe an den 20 Minuten dran sein. Dürfte jetzt vermutlich schon nahe an den 20 Minuten dran sein. Aber bisher, denke mal, jeden Part schon überzogen. Warum nicht auch hier? Kann ja nochmal rausschalten, damit man hier noch was aufs Ohr bekommt von dem wunderhübschen Sound des Wagens. Ist aber auch ein breites Viech. Ja, das war halt in Rennspielen bei mir. Klar, die anderen Zimbin-Teile hat man auch gezockt gehabt auf dem PC, am PC dann. Zum Teil auch mit meinem, oder mit dem, ist ja dann nicht meins gewesen, war ja wie gesagt von meinem älteren Bruder mit dem, ja, wie hieß das noch gleich? Logitech Driving Force, genau. Driving Force GT, war ein GT? Ich weiß das gar nicht genau. Driving Force. Zum Teil das dann auch am PC gehabt. Funktionierte ja. Und das funktioniert, glaube ich, heute auch immer noch recht gut. Funktionierte ja damals recht gut. Das mit dem PC zu verbinden, das Lenkrad. Und ja, die Simbin-Reihe durchgezockt. Race 07, wie auch das erste GTA, glaube ich, habe ich nicht gezockt, aber der zweite dann doch des Öfteren. Gerade weil man dort auch Wetter verstellen konnte, also man konnte es dort regnen lassen auf der Strecke, ging bei GT Legends meiner Meinung nach nicht, oder bei GT Legends. Und ja, hatte auch sehr viel Spaß mit Simbin spielen. Und natürlich neben PCars hier habe ich in Steam auch Assetto Corsa als Simulationsfan, als Fan solcher Simulationsspiele. So gut, würde mal sagen, ich fahre die Runde hier noch zu Ende und dann war das für Part 4 erstmal gewesen. Hier nicht zu schnell rein. Und ich schlage mir doch recht gut, trotz meines Gelabers, trotz so einer ruppigen Höhle hier. Gut, bei dem Wagen kannst du nicht viel verkehrt machen. Außer natürlich anfahren ist schwer wie Sau. Das probiere ich gleich mal aus, wenn ich auf der Start-Zielgeraden bin. Weil die Kupplung ziemlich früh kommt und der Motor, sofern der Turbo nicht einsetzt, doch wenig Kraft hat, möchte ich meinen.
zumindest kommt da in den unteren Drehzahlen nicht so aus dem Knick, wie wenn der Turbo plötzlich so latscht. So, wann sind wir uns denn mal hin? Ich denke mal da vorne an der Boxenausfahrt. Joa, dann gucken wir noch mal auf die Radkästen. Ohne größeren Schaden davon gekommen. Oh, ist das eine Lippe. Nicht schlecht. Mal gucken. Boah, jetzt ist aus. Aus ist er. Da muss man vorsichtig mit der Kupplung sein. Oh, komm schon. Mal Vollgas latschen und nein, gerade mal im zweiten probieren. Ah, jetzt sieht er mir schon aus beim Rollen. Ich werde es mal im zweiten probieren. Na, komm schon. Das kann doch nicht sein. Hat der so wenig Leistung? Nee, der müsste eigentlich strotzen vor Kraft. So, ich fahre mal im zweiten und dann werde ich mal durchlatschen, mal gucken. Und ab jetzt Vollgas. 3, 2, 1, jetzt. Nicht schlecht. Hat Gitter gar nicht verbunden. Na gut, muss es hier nicht unnötig in der Länge ziehen. Ich schwanz mich hier vorne, ich stelle mich hier vorne wieder hin, schwenk noch meine Außen und sage dann, ja, gehabt euch wohl. Wir sehen uns doch hoffentlich wieder in Part 5. Denke mal, wird der letzte Part werden für dieses Special. Vielleicht gibt es einen sechsten Part noch hinten dran. Ne? Mit, ja, vielleicht einen Zusammenschnitt aus einigen Szenen oder so. Mal gucken, was ich vorhabe, mal gucken, wie ich es mache. Wir sehen uns da dann wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Wieder mal. Macht's gut.